In der 8. Folge vom Bachelor treffen Mimi, Michelle, Steffi und Linda auf Nikos Eltern und seine Geschwister. Bereits kurz nach dem Kennenlernen muss sich der Rosenkavalier von einer Dame verabschieden und entscheidet sich für Linda. Danach geht es für den Bachelor zu den emotionalen Homedates. Mit Steffi trifft sich Nico in der Wohnung ihrer Mutter. Auf dem Sofa kommt es zu einfühlsamen Küssen und gemeinsam backen beide süße Törtchen. Doch auch bei Michelle in Köln fühlt sich Nico sichtlich wohl. Beim gemeinsamen Babyfotos schauen kommt es auch mit ihr zu liebevollen Küssen. Bei Mimi in Pfungstadt lernt der Bachelor sogar ihre Familie kennen. In den Armen der 26-Jährigen werden süße Lippenbekenntnisse ausgetauscht und Nico gesteht, dass er sich bei ihr zu Hause fühlt. In der Nacht der Rosen schickt Nico trotz des leidenschaftlichen Homedates überraschenderweise Favoritin Michelle nach Hause. Doch der Schock über seine eigene Entscheidung ist bei Nico groß. Der Teaser zur nächsten Folge verrät, dass der Bachelor noch einmal versucht, mit der Beauty Kontakt aufzunehmen. Ob Nico seine Entscheidung bereut und Michelle zurückholt, das hätte es beim Bachelor bisher noch nie gegeben.